In der folgenden Episode zeigen wir unterschiedliche Möglichkeiten, sprechen über eigene Erfahrungen und verwenden verschiedene Produkte. Dabei handelt es sich um unseren Blickwinkel, wir sind aber auch sehr auf eure Meinung und Erfahrungen gespannt. Und nun viel Spaß mit einer neuen Folge T-Basics. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge T-Basics. Heute kümmern wir uns um ein ganz großes Thema: Kopfsteinpflaster. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Kopfsteinpflaster, ein großes Thema, wie ich finde. Und es gibt so viele Methoden, das zu machen. Wir werden euch heute mal in diesem Video vier verschiedene Methoden zeigen. Und zwar einmal mit einer Prägerolle von Shifting Lands, mit einem Pinsel, Kappe, mit einem Bleistift. Und natürlich auch die Einzelbausteinmethode. Ja, kurz möchte ich ein paar Sachen erwähnen. Also die Einzelbausteinmethode habe ich so circa vor anderthalb Jahren kennengelernt. Ich kannte das natürlich aus dem Dioramenbau und dachte mir immer so, oh mein Gott, was für Freaks, die Einzelsteine irgendwie kleben. Als ich das dann das erste Mal gemacht habe bei meinem Diorama mit Laser Creation World, musste ich feststellen, wow, dass es wahnsinnig gut ist, das so zu machen, weil es auf der einen Seite sehr, sehr realistisch ist. Es dauert ein bisschen länger, klar, gar keine Frage. Aber wir haben ein sehr, sehr realistisches Aussehen und auch die Farbgebung ist einfach sehr, sehr realistisch. Dann haben wir diese zwei Methoden. Mit denen habe ich früher ganz viel gemacht. Mit dem Bleistift geritzt und auch tatsächlich mit der Pinselkappe. Und zwar ist das hier diese Zwinge, wo die Pinselborsten mitgehalten werden. Dort einfach die Pinselborsten rausreißen, einfach mal einen alten Pinsel nehmen. Und dann habt ihr hier so quasi ein Alublech, was ihr verbiegen könnt. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Alubleche habt, dementsprechend oder so solche Alufolien, harte Alufolien natürlich, euch zurechtbiegen. Könnt ihr in einem eckigen Format machen, könnt ihr in runden, ovalen, was auch immer euch da gefällt. Funktioniert sehr, sehr gut. Ja, ist natürlich viel Arbeit. Ne? Ihr müsst halt stempeln und das über viele, viele große Flächen. Aber das ist mit dem Bleistift genau das gleiche. Es ist sehr, sehr viel Arbeit. Also, sehr, sehr viel Arbeit. Naja, auch Arbeit. Und das ist natürlich super schnell. Die Prägerolle. Wir haben ja ein sehr, sehr sauberes Ergebnis. Es geht super schnell innerhalb von Sekunden. Ich werde euch das gleich zeigen. Allerdings haben wir auch eine sehr gleichmäßige Struktur. Das ist das, was mich ein bisschen stört. Von daher nehme ich diese Prägerollen sehr, sehr gerne für Wandgestaltung, das heißt für Klinkersteine zum Beispiel, weil die sind oft auch gerade im modernen Bereich sehr, sehr akkurat. Alles, was in Richtung Fantasy geht, klar, da haben wir natürlich auch Einzelbausteine, da könnte man natürlich auch auf die Einzelbausteinmethode zurückgreifen. Aber alles, was im modernen Bereich ist, gerade für Wände, Prägerolle. Wie das alles funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wir gehen zum Basteltisch. Kopfsteinpflaster. Wir werden heute mal vier verschiedene Methoden ausprobieren. Und zwar die Einzelsteinmethode, die ich jetzt so vor circa ja, so anderthalb Jahren kennengelernt habe und mir super viel Spaß macht und einen super tollen realistischen Effekt gibt, ist natürlich viel Arbeit, kommt immer darauf an, was man machen möchte. Gerade für so Dioramen, kleine Geländestücke kann man das machen, für ganze Spielplatten kommt das natürlich nicht in Frage. Dann haben wir die Stempelmethode mit einem Pinsel, beziehungsweise mit einem leeren Pinsel, mit einer Pinselkappe. Probieren wir aus, habe ich auch schon mal eine gesamte Spielplatte mitgemacht. Und natürlich die gute alte Bleistiftmethode. Wir zeichnen uns einfach Kopfsteinpflaster ein. Und als letztes natürlich Prägerollen. Hier zum Beispiel von Shifting Lands. Das sind übrigens die neuen kleinen Rollen. Die werden wir auch bald im Shop haben. Falls ihr Interesse an diesen Rollen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aktuell haben wir ja nur die großen da für den 28mm Bereich. Die sind jetzt eher was für Modelleisenbahner, H0 Maßstab, 15mm. Da funktionieren die echt gut und die werden wir heute auch mal testen. Ich würde sagen, wir legen auch direkt mit einer Rolle los. Wir nehmen uns einfach ein Stück Styrodur. Ganz wichtig, die Beschichtung muss ab. Die ist hier in dem Fall auch ab. Ne? Weil sonst, wenn ihr eine Beschichtung drauf habt, dann wird es erstens mal, müsst ihr mit sehr, sehr viel Druck arbeiten und es kann passieren, dass euch einfach die Kanten brechen. Ich nehme hier einfach den praktischen Prägestab, der bei Shifting Lands natürlich auch oder bei uns erhältlich ist. Damit können wir sehr schön Druck ausüben. Und nun legen wir einfach die Rolle auf das Styrodur. Mit viel Druck über das Styrodur. Zack, das ging super schnell. Wir haben jetzt eine richtig schön geprägte Fläche. Hier haben wir noch eine andere Kopfsteinpflaster-Rolle. Und zwar ist das so richtiges Altstadt-Kopfsteinpflaster. Das ist eher jetzt so
Klinker, Mauerwerk könnte das natürlich auch sein, geht natürlich aber auch wunderbar als Fußweg. Die zweite Methode, Bleistift, Styrodur, auch hier achtet darauf, dass die Beschichtung einfach weg ist, dann lässt sich viel einfacher prägen und wie gesagt, die Kanten brechen nicht. Ja, mit dem Bleistift ist man natürlich ein bisschen flexibler und wir können einfach unser Mauerwerk bzw. unsere Steine einfach einritzen. Das könnt ihr auch mit einem Kugelschreiber machen oder auch mit einem Cuttermesser, das geht natürlich auch sehr gut. Ihr seht schon, das dauert natürlich seine Zeit. Mit der Rolle waren wir natürlich sehr, sehr fix. Aber wer mal ein bisschen entspannen möchte, für den ist diese Arbeit perfekt. Ihr könnt euch einfach schön vor den Fernseher setzen, nebenbei eine Serie anmachen und einfach schön Styrodur ritzen. Aber ihr seht schon, das dauert. Und natürlich, wenn ihr da mal eine ganze Spielplatte von machen müsst, was ich vor vielen Jahren auch mal getan habe, ich habe sehr, sehr viele Tage nur Kopfsteinpflaster geritzt. Das war sehr, sehr aufwendig, aber es hat sich dann im Endeffekt schon gelohnt. Der Vorteil bei so einem selbstgeritzten Kopfsteinpflaster ist natürlich, dass ihr hier noch Höhenunterschiede mit reinbringen könnt. Das heißt, ihr könnt hier auch noch schön das Styrodur ein bisschen eindrücken oder ihr klebt noch was zusätzlich oben drauf. Das funktioniert sehr gut. Wenn man das dann vergleicht, hier haben wir natürlich eine sehr, sehr gleichmäßige Struktur. Hier könnte man jetzt vielleicht auch noch rangehen, aber dadurch, dass wir nicht so tief geprägt haben, geht das natürlich schwieriger als bei unserem Bleistift. Als dritte Methode haben wir unseren Pinselstempel. Hier einfach die Borsten von einem alten Pinsel entfernen und dann habt ihr diese Metallzwinge oder Aluzwinge und dort könnt ihr das Ganze noch ein bisschen zurechtbiegen. Da könnt ihr euch zwei, drei verschiedene Größen machen. Dadurch, dass das hier vorne recht scharf ist, könnt ihr damit super das Styrodur einfach prägen. So, bei dieser Methode sind wir natürlich schneller als wie mit dem Bleistift, aber wir haben natürlich jetzt nur eine einzige Form und da muss man echt drauf aufpassen. Mal drückt man das Ganze etwas tiefer, mal etwas ja, flacher. Ich finde diese Methode nicht so wirklich schön. Das geht natürlich und auf Masse gesehen, denke ich mal, ist man auch recht schnell dabei und hat ein gutes Ergebnis. Aber wirklich richtig hübsch finde ich es nicht. Man kann es machen, muss man aber nicht. Dass das jetzt so komisch aussieht, liegt natürlich auch an der Form der Pinselkappe. Man hätte das jetzt hier natürlich auch noch ein bisschen eckiger biegen können. Das würde sicherlich besser aussehen, wenn man das, ja, das ist halt sehr, sehr rund. Aber es gab natürlich auch, gerade wenn man so mittelalterliche oder Fantasy-Spieltische macht, dann sind die auch eher rund gewesen und nicht so beschlagen. Von daher passt das für so Mittelalter-Fantasy-Sachen auf jeden Fall. Aber für den modernen Bereich würde ich es definitiv eckiger gestalten. Die vierte und letzte Methode ist jetzt die Einzelsteinmethode. Finde ich sehr, sehr schön. Inzwischen gibt es auch viele Hersteller. Wir haben jetzt von der Firma Gero Design, aber natürlich gibt es zum Beispiel auch von Juwela schöne Einzelsteine. Findet ihr unter anderem auch bei uns im Webshop. So, um die zu kleben, nehme ich jetzt einfach ein bisschen Weißleim. Und wir werden jetzt einfach mal zwei, drei Reihen aufbringen. Ich arbeite inzwischen sehr gerne mit diesen Einzelbausteinen, weil man einfach einen sehr, sehr realistischen Effekt mit hinbekommt. Man muss da auch nichts mehr großartig bemalen. So wie sie kommen, in diesem Grauton, könnt ihr sie einfach mit verschiedenen Washes oder Pigment-Washes bearbeiten. Ich nutze auch gerne die Earth-Color-Farben von Woodland Scenic und die färben die Steine wunderbar ein, weil es natürlich auch so eine Art Keramik-Gussmasse ist. Wir können jetzt gleich im Nachhinein noch ein bisschen Fugenmasse aufbringen, damit wir das Ganze auch noch verfugen und das Ganze so ein bisschen, ja, noch ein bisschen stimmiger aussieht, so dass es halt aus einem Guss kommt. Und das ist zwar mehr Aufwand, allein auch diese Einzelsteine hier zu setzen, aber auch das hat einen sehr meditativen, ja, Zweck. Auch hier könnt ihr jetzt noch verschiedene Variationen reinbringen, indem ihr zum Beispiel einfach mal so einen Stein halbiert. Der Leim hält das Ganze jetzt von unten und nun werden wir das Ganze durch dieses feine Puderchen befestigen. Das ist wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass es so eine Art Gesteinsmehl ist, könnte aber auch einfach ganz normale Fugenmasse sein. Das ist jetzt das Pulver von Juwela und das einfach im trockenen Zustand über die Steine geben. Dann überschüssiges Material ruhig entfernen, weil sonst bleibt es eine sandige Struktur, aber das kann auch gewollt sein. Also an einigen Ecken kann man das auch sehr gut einfach stehen lassen, wie zum Beispiel in, ja, vielleicht kurvigen Bereichen, wo einfach auch Dreck niederliegen bleibt.
Da kann man das ruhig besandet lassen. Und dann zum Befestigen einfach ein bisschen Wasser drüber sprühen. Wem das jetzt noch nicht reicht, kann gerne auch noch eine zweite Schicht von dem Pulver auftragen, aber immer erst im trockenen Zustand. Die Fugen werden sich dann auf jeden Fall in ein helles Grau verwandeln, aber ihr seht jetzt schon, dass sich auch die Steine verändert haben. Denn wir haben hier dunkle Steine, helle Steine und eben haben wir die Steine hier rausgeholt. Und wir haben natürlich einen einzigen Farbton. Aber sobald wir die ja, mit etwas Wasser befeuchten, wechseln die auch die Farbe und wir haben verschiedene Farbtöne. Wenn ihr das Ganze jetzt noch mit einem bräunlichen Wash, dunkelgrau, dunkelbraun, sehr dünnes Wash auftragt, werden diese Steine auch noch verschiedene Farben annehmen und ihr habt das Ganze nochmal so ein bisschen runtergefiltert. Ich finde das eine richtig geile Methode, inzwischen macht mir das richtig viel Spaß und der Effekt ist einfach richtig toll. Klar, wir haben jetzt nur hier so ein ganz kleines Stückchen, aber ihr müsst euch das auf eine größere Fläche vorstellen, mit einem Bordstein vielleicht dazu, das sieht richtig toll aus. Vier verschiedene Methoden, aber alle haben ihre Berechtigung. Ja, ich habe es am Anfang des Videos schon gesagt, es gibt diese verschiedenen Methoden, die sehr, sehr lange dauern und es gibt Methoden, die sehr, sehr schnell gehen. Und für mich, wenn ich jetzt meine persönliche Note mit einbringe, muss ich sagen, die Stempelmethode und die Ritzmethode fällt für mich für Kopfsteinpflaster definitiv komplett raus. Ich bin absoluter Fan von Prägerollen und Einzelbausteinen, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und natürlich, solche Sachen, habt ihr gesehen, können natürlich auch sehr meditativ sein. Das heißt, wenn ihr vielleicht extrem gestresst seid und ihr wollt einfach mal ein bisschen runterkommen, hey, schnappt euch einen Bleistift und prägt einen Quadratmeter Styrodur. Ich glaube, was Besseres gibt es nicht. Könnte natürlich auch sein, dass es euch wahnsinnig macht, aber das müsst ihr selbst herausfinden. Ja, also auf jeden Fall haben alle Methoden ihre Berechtigung und ich denke, es gibt sicherlich noch mehrere Methoden, um Kopfsteinpflaster darzustellen. Wir haben euch jetzt in dem Video mal vier Methoden gezeigt. Würde mich jetzt mal interessieren, welche ihr favorisiert. Wie macht ihr euer Kopfsteinpflaster? Gerne auch mal dazu schreiben, für welche Art. Ne? Wenn ihr sagt, okay, ich mache jetzt eine 1,80 x 1,20 Meter Platte und da brauche ich komplett irgendwie Kopfsteinpflaster. Wie löst ihr das? Klar, heutzutage kann man sagen, ich lege eine Matte drüber. Geht auch. Aber wenn ihr selbst was bauen würdet, wie würdet ihr das machen? Einzelsteine, Rolle, prägen mit dem Bleistift, prägen mit dem Pinsel. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten findet ihr das Material zu den Prägerollen und natürlich auch zu den Einzelbausteinen bei uns im Shop. Pinselkappen haben wir auch, allerdings mit Borsten. Müsst ihr vorher rausreißen, geht aber auch. So, das war's zu diesem Video. Ich bedanke mich für fürs Zusehen, für euren Support. Alle weiteren Infos in der Videobeschreibung. Falls ihr den Uncut-Kanal noch nicht abonniert habt, gerne mal rüberschauen und da mal ein kleinen Abo-Dings da lassen. Glocke klingeln ist auch cool. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mit TB Scenix bieten wir euch eine ganze Palette an Geländebaumaterial made in Germany. Ganz besonders stolz sind wir auf Terrain Base Grounds, klassische Turfs zur Begrünung eurer Spieltische, Dioramen und Geländestücke.